Mein nächster Interviewpartner Marc Wenske hat soeben die Bronzemedaille gewonnen bei den deutschen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil hier in Burghausen und gleichzeitig sein Karriereende verkündet im Einzelbereich. Marc, die ganze Halle ist aufgestanden, alle haben applaudiert, wirklich jeder. Ja, was war das für ein Gefühl für dich? Du hast auch die Schuhe ins Publikum geworfen. Wie hast du dich gefühlt in dem Moment, wo du gewusst hast, du hast jetzt Bronze gewonnen und alle stehen für dich auf? Ja, es war ein unbeschreibliches Gefühl, zumal ich bin nochmal hergekommen. Ich wollte eigentlich nochmal Spaß haben, die letzten deutschen Meisterschaften, dass es denn so gut gelaufen ist, nochmal mit der Bronzemedaille. Das hat mich selbst persönlich gefreut. Einen besseren Abschied kann man, glaube ich, nicht haben, vor allen Dingen in dieser schweren Gewichtsklasse, wo der Weltmeister mit vertreten war und die anderen starken Kontrahenten, Timo Badisch, Maximilian Schwabe, die glücklicherweise auf der anderen Seite waren im Pool. Du sprichst es an, warst auf der anderen Seite im Pool gewesen. Wäre für dich nicht auch eine Finalteilnahme drin gewesen? Warum hast du am Ende technisch überlegen gegen Andrei Kurokin verloren? Woran hat es deiner Meinung nach da gelegen? Ja, ich sag mal, dadurch, dass ich jetzt mittlerweile schon im Trainerbereich tätig bin in Frankfurt-Oder, trainiert man nicht mehr ganz so viel. Und man macht ein bisschen Fitness, ja, aber wenn man gerade gegen die Leute auf einer deutschen Meisterschaft, ist es dann schwierig, sowas dann zu kompensieren. Und man muss sagen, der Andrei Kurokin, der hat brutal eng geschnürt im Boden und konnte ich nicht abwehren. Es war so, muss man anerkennen, er war da besser, steht jetzt zu Recht im Finale. Ich bin glücklicherweise noch Dritter geworden, mit einer kämpferischen Leistung. Hinten raus muss ich mich selbst loben und wie gesagt, das Publikum ist aufgestanden, alle Leute. Es war für mich sehr emotional und gerade nachdem ich jetzt 22 Jahre Ringen mache, sind auch die 2-3 Tränen gekommen und war ein wunderschönes Gefühl. Du hast es angesprochen, du bist im Trainerbereich tätig in Frankfurt an der Oder. Wird man dich in Frankfurt an der Oder trotzdem noch auf der Matte sehen? Ja, selber kämpfe ich noch für die KG Frankfurt-Oder Eisenhüttenstadt in der Regionalliga Mitteldeutschland. Bin da nicht nur Kämpfer, sondern auch Trainer. Und ja, ich hoffe, dass das noch ein paar Jahre so geht und dass die Mischung zwischen Jung und Alt, so wie wir das verfolgen, ja, mit unserem Nachwuchs weiter so zu erfüllen ist. Gibt es da die Überlegung, in die Bundesliga aufzusteigen mit der KG Frankfurt oder Eisenhüttenstadt? Nein, absolut gar nicht. Das können wir uns in unserer Region A nicht leisten. Deswegen sind wir schon sehr, sehr froh, dass die Sportler wie Damian Hartmann, Erik Weiß, selbst der alteingesessene René Zimmermann, dann meine Wenigkeit. Also wir ringen da wirklich für eine Bockwurst, auch wenn das viele Leute immer nicht glauben mögen. Aber wir kommen aus der Stadt und wir ringen für die Stadt und wir haben da das Ringer-ABC gelernt und wollen halt einfach dann im Alter was zurückgeben und die jungen Athleten aus dem Nachwuchsbereich mit ranziehen, denen was beibringen. Und das ist unsere Philosophie und das können wir nicht in der ersten Liga. Alles klar, wir wünschen dir dabei viel Erfolg. Danke.